Ihr könnt einen Admin-Rand kaufen für 5 Millionen. Naja, hört sich ein bisschen komisch an, wurde aber gerade im Support reported. Also habe ich mir direkt einen Undercover-Account geholt, die Aufnahme gestartet und dachte mal, ich schaue mir das Ganze zusammen mit euch mal an. Wir schauen mal, was dabei rauskommt und wir gehen jetzt direkt zu dem Plot von dem Spieler. Ihr seht, habe ich mir schon mal 2 Millionen gegeben und einen Beacon. Ich versuche den so ein bisschen runterzuhandeln. Und letztendlich, wenn das Ganze so sein sollte, ich war jetzt bei dem Plot noch nicht, aber es wurde mir so reported, ich habe Screenshots gesehen, werden wir den Spieler auch bannen. So, slash ph freaking Greg. Da sind wir auch schon. Brauch mal ein bisschen Essen hier. Da haben wir auch schon eine Schilderwand. Die habe ich mich schon auf einem Screenshot gesehen. Da steht: Hier bekommst du einen echten Admin-Rand. Ich bin nur Xenox und du kannst hier für 5 Millionen einen echten Admin-Rand kaufen. Ich bin hier mit Zweitaccount, um das Vertrauen der Spieler zu testen. Liebe Grüße, euer nur Xenox. Das klingt schon mal nach Scam und das ist es auch zu 100%. Ich habe mit Lukas geredet, er macht gerade kein Video oder hat jemals sowas gemacht. Das ist echt irgendein Spieler, der hier versucht, die Leute zu verarschen. Einen Admin-Rand für die Leute, die es nicht wissen. Das ist, ich muss auf meinem eigenen Plot stehen, slash p-auto. Mit gewissen Rängen kann man sich Ränder bei uns machen. Das ist dann hier diese Außenlinie, die dann anders aussieht. Und da gibt es halt bestimmte Begrenzungen. Du kannst den Admin, du kannst solche Ränder mit Premium setzen, solche Ränder mit Hero. Und das geht halt immer so weiter. Und diese Ränder hier, die kann man nur mit dem Admin-Rang setzen. Das heißt, das kann nur Lukas oder SkyGuy. Und der Spieler verkauft anscheinend sowas, was er natürlich gar nicht kann. Und deswegen werden wir ihn jetzt einfach mal zur Rede stellen. Er baut hier irgendwelche komischen Sachen. Ich würde sagen, wir schreiben ihn einfach mal an. Slash MSG freaking Greg. Hey, bist du wirklich nur Xenox? Ja, steht doch am Schild. Aber warum bist du mit einem Zweitaccount hier? Dieses Plot sieht halt echt nach einem Spieler aus, der eigentlich gar nicht so richtig auf Durchrasten spielt. Einfach so, naja, hingezimmert so ganz schnell in 5 Minuten. Hier sind auch noch nicht so viele Plots, das heißt, es ist wahrscheinlich relativ neu. Steht auch auf den Schildern. Aber warum hast du dann so ein komisches Plot? Lisi, verschwende nicht meine Admin-Zeit. Oh mein Gott. Ich habe sie gelesen und ich bin interessiert. Dann frag nicht so blöd. Schließlich will jeder einen Admin-Rand, nicht nur du. Warum bist du so unfreundlich? Nur Xenox ist doch immer voll nett. Der hat auch irgendwie einen komischen Skin, hat auch noch die Starterrüstung an, seltsamerweise. Er schreibt, weil ich's kann. Okay, lässt sich am Preis noch etwas machen? Also er hat hier geschrieben, 5 Millionen für einen echten Admin-Rand. Wenn da einer drauf reinfällt und ihm wirklich 5 Millionen zahlt, dann ist dieser Spieler hier einfach reich. Dann ist er einfach direkt reich und hat Leute abgezogen um 5 Millionen. Er schreibt, nein, aber so viel Geld habe ich leider nicht. Dann geh. Aber ich will doch unbedingt einen Admin-Rand. Hast du gerade eine PSC da? Jetzt fängt er auch noch mit Echtgeldhandel an. Ja, na, wir schreiben mal. Nein, leider nicht. Ich habe nur 2 Mio und einen Beacon. Dann geh. 5 Euro Paysafe würden es auch tun. Darf leider keine Paysafe-Cards kaufen. Ich bin dafür noch zu jung, schreiben wir mal. Mal sehen, was er sagt. Vielleicht lässt er sich ja doch überreden, dass wir einen Admin-Rand bekommen. Das wäre ja so schön. Was ist das eigentlich? Wo geht das hier hin? Das würde mich echt mal interessieren. Das ist ziemlich dunkel. Hier wird es auch gerade wieder Nacht. Wie viel meintest du, hast du? Ja, 2 Mio und einen Beacon. Ist das nicht genug? Wie viel ist der Beacon wert? Ich kann ja mal ein paar Preise vergessen. Ich habe ja viel zu tun. 200k. Aber warum brauchst du sowas als Admin überhaupt? Du hast doch Game Mode. Möchtest du nun kaufen oder nicht? Ich spiele nun mal gerne auf meinem Zweitaccount.
Ja, ich will. Also gehst du im Preis runter? Vielleicht, ich möchte, dass du mir erst den Beacon droppst. Ah, so ein Beacon hat halt echt viel Wert. Aber ich würde sagen, ich droppe ihm den jetzt einfach. Wenn er scammt, dann ziehen wir ihm den nachher. Naja, gut, er scammt auf jeden Fall. Das heißt, wir werden nachher sein Inventar clearen und auch seinen Kontostand zurücksetzen. Dann droppe ich ihm jetzt den Beacon. Und jetzt hat er den Beacon und was sollte das jetzt? Ja. Und jetzt bewirft er mich mit seinem. Okay. Komisch. Weiß jetzt nicht, was sein Problem ist. Hier hat er ein Setzling gesetzt. Krieg ich meinen Admin-Rand? Wo ist er hin? Hier rein? Ach, da. Okay. Hey, sollen wir hier reingehen oder wie? Das ist ein Loch. Das ist irgendwie ziemlich dunkel. Ich folge ihm einfach mal. Oh mein Gott, ich sehe hier gar nichts mehr, so dunkel wie das hier ist. Also, Freunde, ich sehe hier absolut nichts mehr. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Ist er da? Ja, lol. Wo bin ich jetzt? Bin ich irgendwo runter? Nein. Hä? Lol, ich bin hier gerade irgendwo runtergefallen. Oder? Ja, ich bin in irgendeinem Loch. Ja, was machen wir hier? Ich sehe nichts. Schau mal auf das Schild. Ja, ich kann nichts sehen. Es ist zu dunkel. Es ist zu dunkel. Soll ich es hell machen? Ja. Wie müssen wir jetzt hier gucken? Ich weiß auch nicht, wann ich ihm die 2 Millionen payen soll, aber keine Ahnung. Das ist alles ziemlich verwirrend. Okay, aber du musst mir das Geld geben. Die 2 Mio. Und dann bekomme ich einen Admin-Rand. Ja, so wie die anderen Spieler vor dir auch. Okay, dann pay ich ihm jetzt 2 Millionen. Er hat die 2 Millionen bekommen. Und jetzt bekommen wir wohl auch unseren Admin-Rand auf unserem Plot, oder? Was macht er da? Doch, jetzt sehe ich langsam ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ihr auch was seht oder ob das trotzdem ein bisschen zu dunkel ist. Bitte warte, ich mache es gleich hell, okay? Eigentlich will ich jetzt nur meinen Admin-Rand, den er mir zwar eh nicht geben kann. Alles klar! Er bringt mich einfach um! Oh, okay. Ich hätte einfach damit rechnen müssen, Freunde. Ich brauche mich da eigentlich auch gar nicht mehr aufregen. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie hieß der jetzt nochmal? Freaky King. Okay. Ich komme jetzt mit meinem Hauptaccount und dann stellen wir ihn mal zur Rede, Leute. So, Freunde, da sind wir auch schon wieder und wir gehen jetzt direkt zu, wie hieß der? Freaking Greg. Mal sehen, wie er jetzt drauf reagiert, wenn auf einmal ein Supporter vor seinem Plot steht. So, da ist er. Er baut einfach die Schilder ab. Er baut einfach die Schilder ab. MSG Freaking Greg. Hey, was geht, Lukas? Ich heiße Tim, aber warum gibst du dich dann als nur Xenox aus? Okay, er hat mir gerade einfach einen Beacon gedroppt. Das ist wahrscheinlich der Beacon, den er gerade abgezogen hat. Für deine tolle Arbeit auf dem Server. Ah, okay. Danke, dass ich meinen Beacon wieder bekomme. Das ist nämlich der Beacon, den er uns gerade abgezogen hat. Auf einmal ist er ganz freundlich. Gerade eben war er noch so unhöflich, jetzt ist er wieder freundlich. Du bist ein Scammer und Betrüger. Freunde, an der Stelle würde es mich übrigens auch freuen, wenn ihr mal auf meinem Discord vorbeischaut. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall ganz cool, da schreibe ich auch mit vielen von euch und es würde mich echt freuen, euch da auch mal zu sehen. Natürlich gibt es da auch ab und zu mal ein paar Verlosungen und Gewinnspiele auf Durchrasten. Und meine neuesten Videos werden da auch immer angekündigt. Also, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, joint einfach mal drauf. Was laberst du, XD? Alles gut? Schreibt er. Nein. Nix ist gut. Du scammst hier Spieler und behauptest, dass du Admin-Ränder verteilst. So was geht halt einfach gar nicht. Was jetzt passiert? TPO freaking. Hä? Er ist offline gegangen, oder? Ich kann ihn nicht mehr tabben. Slash R, hallo? Er ist einfach offline gegangen. Okay, Freunde, ich werde ihn jetzt an dieser Stelle einfach bannen. T-Bann, Freaking Wreck. Machen wir mal 30 Tage Scamming.
Und damit ist er jetzt auch gebannt und hat erstmal die 30 Tage auszusitzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Freunde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr mit dem Spieler umgegangen wärt. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und tschüss.